Wir Deutschen sind leider, das muss man sagen, traurigerweise Weltmeister, was Rückenoperationen anbelangt. Und wir haben da auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, steigt die Zahl von Rückenoperationen fast exponentiell nach oben. Und nicht nur Operationen, sondern auch zum Beispiel CT-gesteuerte Punktionstechniken an Facettengelenken oder an bestimmten Nervenwurzeln. Auch das steigt und da sind wir ganz weit vorne. Und es ist in den wenigsten Fällen tatsächlich für den Menschen zielführend. Natürlich gibt es klare Operationsgründe. Ein Bandscheibenvorfall, wo die Schmerzen medikamentös nicht im Griff zu bekommen sind oder wo wir Nervenausfälle haben. Es gibt natürlich bestimmte andere Dinge wie eine Verengung des Wirbelkörperkanals mit Druck aufs Rückenmark. Also klar gibt es glasklare Operationsindikationen, aber von den Menschen, die in Deutschland am Rücken operiert werden, profitieren leider die wenigsten. Also die Zahlen gehen, und das ist ja schon dramatisch, so in einem Bereich von 5 bis maximal 10% der Menschen, die am Rücken operiert werden, haben ernsthaft was davon. Aber bis zu 50% entwickeln nach einer Operation einen chronifizierten Rückenschmerz. Also das heißt, wir tun mehr Menschen nichts Gutes, als dass wir Menschen Gutes tun. Also wir müssen hier, glaube ich, viel feiner differenzieren. Warum ist denn das überhaupt so, dass wir wie wild operieren? Und ich glaube, da ist ein Kernthema, dass Rückenoperationen extrem hoch vergütet werden. Und das ist ein völliger Fehlanreiz auch in unserem Gesundheitssystem, dass man im Zweifel vielleicht ein bisschen zu früh operiert, aber auch ausgelöst durch einen riesengroßen Druck durch die Patienten, die natürlich sagen, mach das weg, ja, ich möchte, dass das verschwindet. Und viele Patienten setzen auch Ärzte extrem unter Druck, weil die sagen, wie, ich muss jetzt ein halbes Jahr Reha-Sport, viel Bewegung, muss hier selber was für mich tun, soll ein Entspannungsverfahren erlernen, schneid das raus. Ja? Und da muss man wirklich entgegenwirken, auch durch eine gute Aufklärungsarbeit, dass dieses schneid das raus oftmals gar nicht funktioniert. Und man muss eben auch bedenken, wenn ich keine wirklich knallharte Indikation habe, ich setze durch jede Operation eine neue Verletzung, es bildet sich Narbengewebe und es gibt große Risiken, dass ich hinterher noch Probleme dazu habe zu dem, was ich vorher schon hatte. Und das ist so dieses dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Es macht es oft nicht wirklich besser. Und von dem her auch hier gute Indikationsstellung. Und ich bin auch hier der Meinung, operieren nur, wenn wirklich zwei Ärzte unabhängig voneinander gesagt haben, ja, das hier ist sinnvoll, ja? Hier muss man operieren. Natürlich gibt es auch Notfallsituationen, gerade im Rahmen eines Bandscheibenvorfalls, wenn ein Nervenausfall da ist, da gibt es überhaupt kein Vertun, kein Zögern, da muss man draufhalten.